Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in Fort Magletsch in der Gemeinde Wartau im Kanton St. Gallen. Der Fort, der Artilleriefort, ist im Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden, in kürzester Zeit, damit man den Feind vom Süden oder vom Norden aufhalten konnte. Und um das zu machen, sind die Männer, die da stationiert waren, stark darauf angewiesen gewesen, dass die Nachrichten, die sie vom Feld bekommen haben, von den Beobachtern, dass die Nachrichten ganz genau gewesen sind. Und das werden wir jetzt miteinander erfahren, wie das Ganze gelaufen ist. Grosser Gott, wir danken dir, dass wir wieder so einen Gottesdienst miteinander feiern können. Gedanken, die wir in der Zeit haben, sind schwierig. Es gibt viel Unsicherheit. Darüber wollen wir heute miteinander reden und einen Bibeltext finden. Schenk uns Weisheit, schenk uns Einsicht, dass wir uns nie mehr von Panik und Angst einfach leiten lassen. Schenk uns die richtigen Worte und dass wir einen weiteren Schritt im Menschlichen machen können. Amen. Thank you.
Die drei Türme, Hauptbewaffnung und Schussdistanz war, die haben 22 Kilometer schiessen. Man hätte die Arlberglinie beschiessen können. Bis Feldkirch, Höhe Rankwil, ist es gegangen. Die Wirkung ist dann weitergegangen. Simitobel bis Höhe Schwarzenbach. In Schwarzenbach hinein war wiederum eine Panzersperre. Und die hätte man auch unter Beschuss nehmen können. Dann haben die Deutschen Planen hier über Jetzkau. Vom Liechtenstein ist her. Liechtenstein war neutral. Also das wäre ein leichtes gewesen. In einer Stunde wäre er da oben gewesen mit seiner mechanisierten Truppe, mit den Divisionen. Und darum haben sie hier eine 4-Bunker-Linie gebaut. Die erste Linie mit den 6 Riedram-Bunker, die zweite Linie Wangsrau, Melser, Sargasrau, der Führer. Die dritte Linie hier und hinten dran die vierte Linie mit KP Wild, also zu Wild hat es 2 MGK, hier Römerweg, 2 Maschinengewehr, da unten eine Maschinengewehrstellung und dann hier Scholberg 2, das sind die Bunker, die oben sind wie Schwalbennester, auch mit Maschinengewehrstellungen. Dann haben wir Scholberg 1 mit Artillerie. Das war die Top-Bewaffnung Richtung Norden. Und hier haben wir die ganze sogenannte Al-4-Linie. Die richtige Al-4-Linie sagt man eigentlich von dieser hier weg auf. Wie war es denn für die Leute damals in dieser Betreuungssituation? Ja, also die sind... Da haben sie Schiss, natürlich. Da hat man eine Anspannung geherrscht, oder? Aber die sind strafgeführt, gut geführt. Die haben eine grosse Kameradschaft gehabt. Ein riesiger Zusammenhalt war unter der Bevölkerung. Das kann man aus der Literatur heraus entnehmen. Wie war es denn mit der Kirche? Also wir hatten doch eine Kirche in Gretschins, die ganz wichtig war. Hat die etwas zu sagen gehabt, oder hat die einen Einfluss gehabt? Ob sie einen Einfluss gehabt auf das ganze Geschehen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so. Aber hat sicher einen Einfluss auf die Leute. Das war eine moralische Stütze. Es hat sicher mehr Kirchgänger gehabt, als es heute hatte. Als es heute hat. Da bin ich überzeugt. Oh,
Und es versammelten sich bei ihm die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen, dass einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt nicht gewaschenen Händen, das Brot aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so an der Überlieferung der Ältesten fest. Da fragten die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Jesus antwortete, es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das kann den Menschen unrein machen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Diebstahl, Unzucht, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Thank you.
Wir sind in dem Raum, wo die Munitionen zur Kanone aufgeführt werden. Mit dem Lift, der hinten an mir ist. Und wenn die Information nicht richtig ist, dann werden die Munitionen in eine Richtung abgeführt, die zu katastrophalen Folgen hätte führen können. Man hätte vielleicht aufs Heer der Deutschen abführen können, direkt. Und dann wäre der Zweite Weltkrieg auch bei uns gewesen. Aber es muss nicht immer um Krieg gehen. Es geht manchmal auch, wenn man unter Leuten ist, so, dass man vielleicht nicht aufpasst, auf was man sagt. Vielleicht etwas weitergibt, das nicht gut, nicht notwendig oder nicht wahr ist. Dem anderen das zuträgt und dann hat man das Geschenk. Dann tut es weh, dann verwirrt es, dann weiss der andere nicht mehr, wo er steht. Jemand, der falsch informiert worden ist, wird auch falsch reagieren. Und das hat Jesus von Nazareth ganz genau gewusst. Da ist eine Beobachtung, ein Telefonat und ein Abführen. Worte sind ganz gefährliche Geschosse. Und wir erleben es in der letzten Zeit, was da alles passiert um uns herum. Wie irreführend widersprüchliche Informationen und Nachrichten können sein. Zum Teil auch Sachen, die einfach weitergegeben werden durch unsere Medienkanäle, YouTube, Facebook, was auch immer. Sogar Zeitschrift oder offizielle Medien ist sehr schwierig, heute noch unterscheiden können, wo die Wahrheit wirklich ist. Weil wir alle einen guten Menschensinn oder guten Verstand haben, der sagt, ja, das ist vielleicht nicht so geheuer oder das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Könnte das wirklich stimmen oder nicht? Wir haben schon einen Filter. Aber der Filter wird immer weniger angewendet. Wir glauben da fängt's, dass rechts und links alle recht haben. Und wir tun den Nächsten, der uns entgegenspricht, schnell wieder schubladisieren. Du bist links, du bist rechts. Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Du bist Regime-Fan oder was es auch immer ist. Menschen werden durch das direkt in Panik gesetzt. Und das ist das, was falsche Informationen bewirken. Wir sind nicht nur verunsichert und wir sind nicht nur verwirrt. Wir leben in der Zwischenzeit in einem Zustand von einer latenten Angst. Es gibt immer wieder Informationen, Maske braucht man nicht und doch braucht man Maske. Man weiss nicht mehr, was wirklich wahr und stimmig ist. Wir folgen dem, was uns die Regierungen sagen. Und das ist gut so. Aber die Angst bleibt. Es nimmt uns die Angst nicht weg. Die Flut der Halbwahrheiten ist gross. Der eine widerspricht dem anderen. Und der die lauteste Stimme hat, tut sogar den anderen zensieren. Es gibt Beiträge auf dem YouTube, die verschwunden sind, die einfach nicht mehr da sind. Ein Krieg der Worte. Viele reden vom Dritten Weltkrieg. Ein Krieg der Worte und der Informationen. Auch damals, im Zweiten Weltkrieg, auch dort war die Verwirrung gross. Auch dort war die Angst gross, Panik. Man hat sogar nichts mehr zu essen gehabt, zum Teil. Es hat Leute in diesen Tälern, die wirklich arm dran waren. Es ist ein Fort aufgebaut worden. Aber dann, wo es darum ging, eine Abwehr zu organisieren, dann hat man auf eine richtige Information zählen. Und das wollen wir jetzt heute auch. Wir wollen richtige Informationen. Wir brauchen verifizierte Informationen, Nachrichten, wo wir uns darauf verlassen können. Wo wir wissen, was wir nächstens machen werden. Das tut uns gut. Oder das tut uns schlecht. Dann warten wir noch einen Moment ab. Wo der Nazarener mit den Pharisäern, die Hüter vom Gesetz, über reine und unreine Speisen geredet hat, hat er genau das gemeint. Was wir sagen, welche Worte wir brauchen, wie wir sie brauchen, wie wir überhaupt Sätze formulieren und weitergehen, das kann unrein sein. Das kann den Mensch unrein machen. Er kann den Mensch krank machen.
Er kann den Menschen bis zum Tod führen. Und das können wir heute wirklich sagen, das ist ein Gräuel vor Gott. Das ist eine alte Sprache. Heute würde ich eher sagen, es ist fast wie ein Fluch, der uns verfolgt. Was werden unsere Kinder überhaupt können sagen? Oder unsere Jungen von unserer Generation, die all das tut, verwirrend verbreiten? Das macht unrein. All das, was mit falschen Absichten weitergegeben wird, das bewirkt eine Gegenreaktion. Ein Krieg von den Worten und von den Informationen, wo wir gerade ausgesetzt sind. Die einen bekämpfen die anderen und wie in jedem Krieg gibt es Opfer, die im Kreuz für sind. Sokrates hat mal zu einem Freund gesagt, der zu ihm ins Rennen gekommen ist und gesagt hat, du Sokrates, ich muss dir etwas erzählen, unbedingt. Sagt er, halt, hast du geschaut, ob das, was du mir sagen wahr ist? Da sagt der andere, nein, ich konnte es jetzt nicht gerade verifizieren. Hast du geschaut, ob das, was du mir erzählen willst, gut ist? Eigentlich nicht, nein. Ja, aber hast du es sicher darauf verifiziert, ob das notwendig war? Ob es notwendig ist für mich, dass ich das weiss? Sagt er, nein, eigentlich habe ich nicht darüber nachgedacht. Der Sokrates antwortet, dann wollte ich die Geschichte lieber nicht wissen. Wenn sie weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann kann ich nichts damit anfangen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Thank you.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also ich danke euch ganz vielmal fürs Mitmachen. Ich habe euch nicht einmal vorgestellt, Echo von gestern, die mit uns gespielt haben. Ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen guten Tag und wir empfangen jetzt den Segen von Gott. Gott bewahre eure Sinne und euren Verstand. Er schenke euch ein starkes Herz und ein Herz, das viel Liebe weitergeben kann. Amen.